ein ganz spezielles und sehr angefragtes Video für euch. Und zwar geht es heute um meine Augenbrauen und ja, ich zeige euch, wie ich sie zupfe mit dem Faden und wie ich sie dann auch noch auffülle. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video und ich hoffe, das wird euch vom Nutzen sein. So, zuerst fange ich an mit dem Zupfen meiner Augenbrauen, logischerweise, bevor ich sie auffülle. Und da brauche ich so ein Kämmchen, dann noch so eine Pinzette und eine Schere, so eine Augenbrauenschere. Und das Wichtigste, ein Faden. Dabei müsst ihr beachten, dass es ein Faden ist, der ein bisschen Widerstand gibt, also nicht sehr schnell reißt. Und dass es auch nicht so ein Plastikfaden ist, sondern ganz normal aus Baumwolle. Bevor ich anfange, wollte ich noch kurz dazu sagen, dass es ganz wichtig ist, dass eure Haut nur frisch gewaschen ist und nicht eingecremt ist. Das kommt erst danach, weil sonst die Härchen nicht gut rauskommen. Ich zeige euch erstmal, wie ihr den Faden hält und es dann anwendet. Ihr braucht einfach 1 Meter von dem normalen Nähfaden und das eine Ende wickelt ihr einfach um euer Zeigefinger, aber ganz leicht, weil wenn ihr es zu fest macht, dann kommt hier am vorne kein Blut mehr durch und das ist nicht so gut. Und das andere Ende einfach am Daumen umwickeln. Dann schaut es am Ende so aus und was ihr jetzt macht, ist einfach hier das so einwickeln, damit es so eine Art Schere ist. Ihr macht es hier so kurz, wie ihr wollt, also hier stellt ihr sozusagen ein und ja, dann könnt ihr eigentlich auch schon so loslegen. Ihr könnt natürlich auch erst kurz so üben und gucken, bevor ihr es anwendet. Ein Tipp für euch ist, fangt nicht gleich an den Augenbrauen an, weil das kann ein bisschen schief gehen. Ich würde euch raten, einfach hier eventuell an der Oberlippe anzufangen, weil ihr hier nicht falsch zupfen könnt. Und das mache ich auch erst. Ich zeige euch, wie ich meine Oberlippe hier etwas die Härchen wegmache. Das haben wir Südländer halt einfach. Für die Mädels, die Europäer sind, die haben das jetzt nicht so ganz oder die Härchen sind blond, die brauchen das natürlich nicht zu machen. Aber für diejenigen, die es interessiert, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Mein Trick ist, bevor ihr den also hier anfängt zu zupfen, ist die Zunge einfach da, wo ihr in der Partie, wo ihr zupft, einfach so anhebt an der Backe. Und dann ist es nämlich einfacher hier zu zupfen. Zu meiner Oberlippe, ihr seht, da ist es natürlich rot danach, aber ihr könnt einfach ein Kühlungsgel benutzen oder es einfach so für ein paar Minuten lassen oder eine normale Creme natürlich, auch wenn ihr ganz fertig seid, das mache ich auch immer. Aber ansonsten könnt ihr es auch ein paar Minuten so lassen und es geht schon von alleine weg. Jetzt komme ich zu meinen Augenbrauen und wie ihr sehen könnt, sind die leider nicht so schön voll, sondern haben ganz viele Lücken. Deswegen fülle ich sie auch immer auf. Jetzt komme ich aber erstmal zum Zupfen. Und wieder nehmt ihr euren Faden her, wie ich es euch vorhin gezeigt habe. Das eine Ende am Zeigefinger und das andere an dem Daumen umwickeln. Und dann funktioniert es wie eine Schere. Deswegen benutze ich das hier nicht, weil es mir zu gefährlich ist. Wenn ich hier was wegnehme, dann kommt die Haut dazwischen. Und das schaut natürlich nicht super schön aus nach 1-2 Tagen, wenn hier immer noch so rote Stellen sind. Was ich aber mache, ist, dass ich hier oben das Ganze mit dem Faden entferne. Und worauf ihr wirklich aufpassen müsst, ist, dass ihr eine gerade Linie zieht. Also die kämme ich erstmal nach unten, die Härchen. Schaut jetzt nicht super schön aus, aber so erkennt ihr dann die Form. Und was ihr machen müsst, ist, euer Faden so zu befestigen, dass es nicht so hinkommt, weil
Da geht es natürlich nach unten und ihr nehmt dann eventuell hier noch Härchen mit. Das darf es natürlich nicht sein, sondern ihr müsst natürlich euer Haarfaden so platzieren, dass wirklich nur die Stelle habt, wo ihr wirklich die Haare auch entfernt haben wollt. Und es ist auch sehr schmerzhaft, also am Anfang ist es leider so, wenn ihr es aber öfters macht, dann seid ihr an den Schmerz gewöhnt und dann fällt es euch nicht so schwer. So, ich habe jetzt die Härchen oben entfernt und bin auch soweit zufrieden. Das heißt, ich kann weitermachen mit der unteren Partie. Und damit ich auch die richtige Form mir zupfe, tue ich meine ganzen Härchen nach oben kämmen. Und dann sehe ich hier schon ja, die Linie meiner natürlichen Augenbrauen und zupfe nur das Überschüssige. Meine ganzen Härchen oben und unten gezupft habe, komme ich jetzt zum Schneiden. Und zwar kämme ich meine ganzen Härchen nach oben und nehme meine kleine Schere und schneide die überschüssigen Härchen weg. Wäre ich dann auch zufrieden. Hier mag ich die Härchen ein bisschen länger, weil ja, weil ich es einfach so schöner finde. Und hier haben die dann auch so einen kleinen Schwung, alle auch auf die gleiche Höhe. Das wäre dann auch schon das Ergebnis, womit ich zufrieden wäre. Aber natürlich würde ich dann noch am Ende die Lücken alle auffüllen, zeige ich euch aber auch gleich danach. Jetzt mache ich das gleiche noch mit der anderen Augenbraue und entferne dann die ganzen Härchen hier zwischendrin. Nachdem ich beide Augenbrauen gezupft und geschnitten habe, also in Form geschnitten habe, kommt jetzt der Zwischenraum. Und zwar kann man das auch mit der Pinzette machen oder mit dem Faden. Ich kann euch natürlich beide Optionen zeigen und ich fange dann mal mit dem Faden an. Was ich hier beachten muss, oder ihr, dass ihr nicht aus Versehen die Wimpern mitnimmt. Also müsst ihr genau hier anfangen und dann hier auch enden. Also nicht noch den Faden noch ganz durchziehen, sondern wirklich nur von hier bis hier.
mir zu viel wegzupft, könnt ihr natürlich so eine kleine Probe machen. Ihr müsst einfach so einen langen Gegenstand nehmen, einen Pinsel oder ich habe jetzt in dem Fall mein Kämmchen genommen und hier an den Nasenflügel ansetzen und einfach mal so hier schauen, bis wohin es geht. Und bis hierhin könnt ihr wegzupfen und ab hier natürlich dann nicht mehr. Also hier ist es dann wirklich perfekt. Dann einfach mal gerade ausschauen und dann durch die Pupille. Und hier seht ihr dann, dass es hier einen kleinen Bogen geben sollte, wenn ihr mögt. Und dann bis hier sozusagen, wo die Augenbraue dann aufhört. Entschuldigung, ich weiß, mein Deutsch ist nicht super, ich kann es nicht so toll erklären, aber ich hoffe, ihr versteht es einigermaßen. Ja, heute geht es mir auch irgendwie nicht so gut. Ich muss das die ganze Zeit neu drehen, weil ich nicht die richtigen Worte finde. Aber weiter geht's und genauso macht ihr es hier. Wie ihr sehen könnt, hier ist mein, also das ist meine Lieblingsbraue. Hier ist es nicht so toll. Irgendwie wächst meine Augenbraue nicht mehr hier, sondern erst nur ab hier. Aber die fülle ich dann auf. Das ist dann, ja, mit Hilfe des Make-ups könnt ihr das dann natürlich auch schaffen. Und dann zupfe ich natürlich einfach nur die ganzen Härchen hier weg. Fülle ich meine Augenbrauen auf und fange dann wieder mit meinem Spiralkämmchen an und kämme meine ganze Härchen nach oben. Dann kommt der Stift zum Einsatz. Ich fange immer mit dem Stift an und zeichne einfach nur die Form nach. Also fange sozusagen einfach nur mit der Linie an und gebe mir so die Form vor und fülle es dann am Ende aus. Und dann noch einmal oben. Mit der Form wäre ich jetzt auch schon zufrieden. Allerdings habe ich hier immer noch ein paar Lücken, die ich jetzt mit einem Puder auffülle, weil ich es einfach natürlicher finde. Ich nehme ein etwas helleres Puder für den vorderen Bereich hier, weil es einfach natürlicher ausschaut, finde ich. Zu der dunkleren Farbe und male die restliche Augenbraue aus. Plus würde ich dann nochmal mein Brow Drama von Maybelline hernehmen. Einfach ein Augenbrauengel. Ich nehme ein gefärbtes, ihr könnt natürlich auch einen durchsichtigen nehmen. Und ja, platziere meine Augenbrauen, damit sie auch wirklich so den ganzen Tag halten. Und jetzt könnt ihr mal den krassen Unterschied erkennen. Sind die Augenbrauen wirklich nicht gleich. Man sagt ja, die sollen Geschwister sein und keine Zwillinge. Also das ist schon in Ordnung, wenn die wirklich nicht gleich sind. Ich habe auch
damit aufgegeben, dass sie wirklich genau exakt gleich ausschauen, weil das kriege ich einfach nicht hin. Ich wäre jetzt dann auch schon fertig. Ihr könnt natürlich nochmal mit einem Concealer drumherum gehen, um es einfach noch genauer zu haben. Aber ich mache es jetzt nicht, mir reicht es so. Und ich gehe dann halt auch nochmal mit einem Puderpinsel drüber, über das ganze Gesicht, wegen den ganzen Härchen. Wie ihr sehen könnt, sind die ganzen Rötungen auch schon weg. Und dann könnte ich auch jetzt mein Make-up auftragen oder zuerst meine Creme, dann mein Make-up und ja, mich weiter schminken. Das wäre es dann auch schon von meinem Video. Ich hoffe sehr, dass es hilfreich war. Und ja, tut mir leid wegen meinen Sprachfehlern die ganze Zeit. Aber gut, jetzt haben wir es ja hinter uns und ich hoffe bis zum nächsten Mal.